Es spricht Axel Plaza, Journalist aus Mexiko. Muy buenas tardes. Vivimos en tiempos turbulentos, donde los conflictos están a la vuelta de la esquina y las tensiones tienden a elevarse más que a disipar. Esto se puede ver a nivel regional en América Latina, pero también a nivel internacional. Wir leben in turbulenten Zeiten, in denen Konflikte sich jederzeit entfachen und Spannungen eher zunehmen, als sich aufzulösen. Dies zeigt sich auf regionaler Ebene in Lateinamerika, aber auch international. En Venezuela, la situación en la frontera con Colombia, concretamente en el estado fronterizo de Apure, es sumamente tensa. Cuando anteriormente un grupo de fuerzas paramilitares había incursionado en Venezuela y fueron expulsados por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, la alianza militar entre Estados Unidos y Colombia queda nuevamente en evidencia. El sobrevuelo de drones de reconocimiento en la zona fronteriza, recabando información estratégica, habla de preparativos hacia un posible golpe en el futuro próximo de Fuerzas Armadas colombianas junto a las estadounidenses hacia territorio venezolano. En Venezuela es la situación an der Grenze zu Kolumbien, speziell in Grenzstadt Apure, extrem angespannt. Nachdem zuvor eine Gruppe von paramilitärischen Kräften in Venezuela eingedrungen war und von den bolivarischen nationalen Streitkräften vertrieben wurde, zeigt sich erneut die militärische Allianz zwischen den USA und Kolumbien. Der Überflug von Aufklärungsdrohnen im Grenzgebiet, die strategische Informationen sammeln, spricht von Vorbereitungen zu einem möglichen Angriff in naher Zukunft durch kolumbianische Streitkräfte zusammen mit US-Streitkräften auf venezolanischem Gebiet. Mientras que las sanciones económicas afectan tanto al sector de exportación y al de abastecimiento en general, creando escasez en los mercados en productos básicos. Rusia donó el equivalente a $1,000,000 en alimentos mediante el Programa Mundial de Alimentación, PMA, de las Naciones Unidas. Por esa vía llegarán productos de la canasta básica a las familias más necesitadas de forma gratuita. Es sin duda una forma proactiva de llevar a cabo la solidaridad más allá de las declaraciones políticas. Während die Wirtschaftsaktionen sowohl den Exportsektor als auch die Versorgung im Allgemeinen betreffen und zu Engpässen bei Grundprodukten auf den Märkten führen, spendete Russland über das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, WFP, Lebensmittel im Gegenwert von $1,000,000. Über diesen Kanal erreichen die Produkte aus dem Grundnahrungsmittelkorb die bedürftigsten Familien kostenlos. Dies ist zweifellos eine proaktive Art, Solidarität zu üben, die über politische Erklärungen hinausgeht. Kuba, por su lado, celebró el octavo Congreso
del Partido Comunista de Cuba, donde el secretario general Raúl Castro Ruz anunció que no se volverá a presentar a ese puesto. En ese Congreso salió electo como nuevo secretario general Miguel Díaz Canel, quien también es el presidente de la República. Entonces, nuevamente se vuelve a la unión personal entre el partido y la presidencia, como ha sido anteriormente con Fidel Castro. Con el retiro del hermano menor de Fidel de la dirección del partido, el traspaso de generaciones se llevó a cabo, al menos en la cúpula del partido y del Estado. Grandes desafíos le quedan a Díaz-Canel a superar, ante todo la continuación del ilegal bloqueo contra su nación, que cumple 6 décadas de existencia e innombrables pérdidas económicas desde su imposición. Aprovechamos desde aquí para reiterar nuevamente el rechazo rotundo al bloqueo económico impuesto de forma extraterritorial por los Estados Unidos a Cuba, y exigimos su derogación inmediata. En Cuba fand der 8. Kongress der Kommunistischen Partei Kubas statt, auf dem Generalsekretär Raúl Castro Ruz ankündigte, dass nicht erneut für dieses Amt kandidieren wird. Auf diesem Kongress wurde Miguel Díaz-Canel, der auch der Präsident der Republik ist, zum neuen Generalsekretär gewählt. Es kehrt also wieder die Personalunion zwischen Partei und Präsidentschaft zurück, wie schon in der Vergangenheit bei Fidel Castro. Mit dem Ausscheiden von Fidels jüngerem Bruder aus der Parteiführung hat der Generationenwechsel zumindest an der Spitze von Partei und Staat stattgefunden. Große Herausforderungen bleiben für Díaz-Canel zu bewältigen, allen voran die Fortsetzung der illegalen Blockade gegen sein Land, die seit 6 Jahrzehnten besteht und seit ihrer Verhängung unsägliche wirtschaftliche Verluste verursacht hat. Wir nutzen diese Gelegenheit, um noch einmal die entschiedene Ablehnung der von den Vereinigten Staaten exterritorial gegen Kuba verhängte Wirtschaftsblockade zu bekräftigen, und wir fordern ihre sofortige Aufhebung. Así, la crisis diplomática entre la Federación Rusa y Estados Unidos y sus aliados europeos sigue su curso de expulsiones recíprocas y acusaciones por un lado y desmentidos por el otro. Estados Unidos comenzó expulsando a 10 diplomáticos de Washington, lo cual fue replicado por parte de Moscú. Seguido de ello, otros países siguieron, como Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, etc. Pero el país que más resonó fue la República Checa, que culpó a Rusia de estar detrás de una explosión de un depósito de municiones en 2014 y expulsó a 18 diplomáticos del país. A esto, Rusia replicó expulsando a su vez 20 diplomáticos checos de Moscú. A estas alturas, Praga dice que adicionalmente a los ya expulsados se ha reducido la embajada rusa en Praga a una 20 de diplomáticos, similar a los que quedan en la embajada checa en Moscú.
Esto significa la salida de cerca de 70 diplomáticos del país. Así como evoluciona la situación, es difícil saber hasta dónde las provocaciones y réplicas pueden llegar y qué seguirá después. So setzt die diplomatische Krise zwischen der Russischen Föderation und den USA und ihren europäischen Verbündeten ihren Kurs der gegenseitigen Ausweisungen und Anschuldigungen auf der einen Seite und Dementis auf der anderen Seite fort. Die Vereinigten Staaten begannen mit der Ausweisung von 10 Diplomaten aus Washington, was von Moskau gekontert wurde. Danach folgten weitere Länder wie Bulgarien, Slowakei, Polen, Lettland, Litauen, Estland und so weiter. Die Tschechische Republik beschuldigte Russland sogar, hinter einer Explosion eines Munitionsdepots im Jahr 2014 zu stecken und 18 Diplomaten des Landes verwies. Russland reagierte darauf, indem es seinerseits 20 tschechische Diplomaten aus Moskau auswies. Zu diesem Zeitpunkt sagt Prag, dass zusätzlich zu den bereits ausgewiesenen die russische Botschaft in Prag auf etwa 20 Diplomaten reduziert wird, ähnlich denen, die in der tschechischen Botschaft in Moskau bleiben. Dies bedeutet die Abreise von etwa 70 Diplomaten aus dem Land. So wie sich die Situation entwickelt, ist es schwierig zu wissen, wie weit die Provokationen und die Nachbeben gehen können und was folgen wird. Esto aunado al hecho que en los últimos días y semanas no se ha dejado de hablar en los medios alemanes y occidentales sobre la presencia de tropas rusas en la frontera ucraniano-rusa. Ahora que estas tropas van a ser retiradas con el fin de los ejercicios y tras la propuesta de Rusia de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Putin ha extendido nuevamente una invitación a Ucrania y a la OTAN a entablar diálogos y no pasar a la confrontación militar. Y como cereza sobre el pastel está el tema del opositor Alexei Navalny, quien desde el pasado 23 de abril cesó su huelga de hambre que había iniciado a finales de marzo, tras ser atendido ahora sí por un médico independiente del hospital carcelario en el que se encuentra. Visiblemente, el rol que el bloguero y opositor juega fuera de Rusia es tan importante que, a diferencia de otros luchadores que también están encarcelados, como Julian Assange o Mumia Abu-Jamal, su vida le quita el sueño a los líderes del mundo libre. ¡Que viva la solidaridad de los pueblos! ¡Viva! ¡Viva! ¡No a la guerra contra Rusia! ¡No! ¡Abajo con el bloqueo contra Cuba! ¡Abajo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Hinzu kommt, dass in den letzten Tagen und Wochen in den deutschen und westlichen Medien immer wieder von der Präsenz russischer Truppen an der ukrainisch-russischen Grenze die Rede war. Ohne davon zu schreiben, dass gleichzeitig das NATO-Manöver Defender 21 direkt vor der Haustür von Russland stattfindet. Jetzt, da diese Truppen mit dem Ende der Übungen abgezogen werden sollen und nach dem Vorschlag Russlands, sich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu treffen, hat Putin erneut eine Einladung an die Ukraine und die NATO ausgesprochen, einen Dialog zu führen und nicht zur militärischen Konfrontation überzugehen. Und dann gibt es noch die Sache mit dem Oppositionsführer Alexei Nawalny, der seit dem 23. April seinen Ende März begonnenen Hungerstreik beendet hat
nachdem er von einem Arzt behandelt wurde, der unabhängig von dem Gefängniskrankenhaus ist, in dem er festgehalten wird. Offensichtlich ist die Rolle, die der Blogger und Oppositionelle außerhalb Russlands spielt, so wichtig, dass er im Gegensatz zu anderen Kämpfern, die ebenfalls inhaftiert sind und weitaus schlechter behandelt werden, wie Julian Assange oder Mumia Abu-Jamal, die Regierenden und die Medien der sogenannten freien Welt aufregt. Es lebe die Solidarität der Völker. Nein zum Krieg gegen Russland. Nieder mit der Blockade gegen Kuba. Hasta la Victoria siempre. Venceremos.